Hallo, ich bin Henning. Ich studiere im dritten Semester an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock im Studiengang Pop und Weltmusik mit Klassik. Wir sind hier über 550 Studenten aus über 40 Nationen und ich freue mich, dass ich dir heute meine Hochschule zeigen kann. Komm mit! Die Hochschule ist noch ziemlich jung. Die wurde erst in den 90ern gegründet und seit 2001 ist sie in dem Gebäude hier drin. Das ist ein altes Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhundert. Und da haben dann die Architekten auf das alte Gemäuer quasi neue Bauelemente draufgesetzt. Hier hinter mir ist die Bibliothek. Hier findet jeder alle Noten, die er eigentlich braucht, ob er Dirigent ist, ob er hier Theaterpädagogik studiert, Orchesterinstrument oder was auch immer. Außerdem hat man hier auch immer mal Ruhe in Ruhe was zu lesen, wenn man mal nicht probt oder übt. Kommen wir gehen weiter. Hier auf der rechten Seite sind die Schauspielstudios. Hier hängen vor allem die Schauspielstudenten ab. Außerdem finden hier auch öfter kleine Partys statt und so weiter. Komm mit. Jetzt kommen wir gleich in unsere Mensa. Da unsere Hochschule von den Räumen her ziemlich klein ist, kennt hier eigentlich jeder jeden. Und gerade hier in der Mensa trifft man eigentlich fast immer jemanden, den man kennt. Entweder einen Lernenden oder einen Kommilitonen. Hier kann man gemütlich zusammen Mittag essen oder einfach mal einen Kaffee trinken oder Zeitung lesen. Und hier von der Mensa kommt man direkt in unseren schönen Innenhof. Hier werden im Sommer Schauspielaufführungen gemacht, aber hier kann man auch einfach mit Freunden zusammen das gute Wetter genießen und mal eine Pause machen im Uni-Alltag. Unser Foyer ist genau vor unserem größten Konzert seit dem Katharinensaal gelegen. Hier finden öfter kleine Veranstaltungen statt, auch mal Partys vor und nach Konzerten. Und hier kann man häufig gemütlich nach den Konzerten mit den Beteiligten noch mal ein Bier trinken gehen. Ein wichtiger Teil unserer Ausbildung sind regelmäßige Auftritte. Und eine super Möglichkeit dafür bietet der Saal hier. Hier passen ungefähr 300 Leute rein. Und vom Theaterschauspiel über das Orchesterkonzert bis hin zum Popkonzert kann man hier drin eigentlich alles machen. Für eins dieser Konzerte müssen wir jetzt auch noch ein bisschen proben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns bald in der HMT Rostock sehen.